Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, zu unserem 965% Versuch. Und ja, was uns so jetzt gerade vor der Nase steht, ist ein Meteoritensturm, der geht in 3 Stunden los. Ich bin sehr gespannt, wo er uns trifft, wie hart er uns trifft und ja, was das Ganze zur Folge hat. Hier sind wir gerade dabei, die Rampe zu bauen. Das Abliefern der Gesteinsabfälle ist auch schon bald erledigt und ja, ich würde sagen, ich beschleunige mal wieder ein klein wenig. Nicht auf 10-fach, sondern erstmal auf 5-fach, damit wir gleich auf den Sturm noch reagieren können. Wo haben wir denn unsere Fahrzeuge? Ah, der Transporter. Ich lade das jetzt noch einmal hier manuell ab. Und danach werde ich dann wieder die Funktion nutzen, die ich kenne, aber irgendwie vergessen habe zu benutzen. So, Meteoritensturm. Wo? Ah, das ist eine schlechte Ecke. Das ist nämlich noch weit weg, aber das könnte sehr schnell in unsere Richtung ziehen. Ich hoffe, dass wir Glück haben. Aber müssen wir mal schauen. Die stehen weit genug auseinander. So, wo haben wir denn jetzt hier noch viele Ressourcen, die wir einsammeln können? Na, das ist ja nur hier ein bisschen Polymer. Okay, so, das Wichtige ist eben für uns das hier, die Transportroute. Wir wollen hier... Bin ich blind? Da. Polymere einsammeln und im Anschluss hierher bringen. Ah, der scheint Richtung Norden zu ziehen. Das ist gut. Das ist sehr gut. 98%, jawohl. Die Rakete können wir gleich landen. Vielleicht bauen wir, bevor wir das machen, schon mal eine Landeplattform hier unten. Damit wir nicht noch mehr Staub aufwirbeln. Ist ja eigentlich keine dumme Idee, denke ich. Ja, das machen wir mal. Wir haben eh reichlich Drohnen hier, die nicht allzu viel zu tun haben. Die können das nochmal eben vorher machen. Weil jedes kleine bisschen, was wir sparen können an Wartung, ist Gold wert. Forschung geht im Anschluss hier weiter. Perfekt wäre, wenn wir die Rampe fertig haben, wenn wir hier noch einen Sensorturm hinsetzen. Oh shit. Ich hoffe, der hat hier... Ne, hat er nicht. Oh, wenn der jetzt unseren Treibstoff hier in die... Pui, oi, oi, oi. Da haben wir, glaube ich, sehr viel Glück gehabt. Mensch, Mensch. Ja, unsere Rakete landet gerade. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was an Nachschub. Oh, wir haben Edelmetalle gefunden. Das ist gut. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier geladen haben. Nachher einen ganzen Schwung polymere elektronische Geräte. Stimmt. Weil wir Stirling-Generatoren selber bauen können. Das war der Plan dahinter. Ebenen der Rampe 13%. Aber warum? Das könnten doch jetzt hier... Ne, die machen es einfach nicht. Die helfen da nicht mit. Einfach mal hingegangen und habe ein paar Drohnen hier wieder zugewiesen. Aber das scheint auch nicht zu helfen.
Wie finde ich denn das? Achso, oder die helfen erstmal hiermit zu entladen. Das kann natürlich auch sein und machen das im Anschluss. Aber wir brauchen Lager. Depot für Polymere. Setze ich mal dorthin. Vielleicht auch noch eins für Maschinenteile. Und elektronische Geräte könnte auch knapp werden. Oh, den hat es erwischt. Dann würde ich da jetzt mal ausprobieren, was mir in den Kommentaren geschrieben wurde. Die sind alle im Einsatz. Dass man auch mit Drohnen manuell die Sachen reparieren kann. So, und fliegt die jetzt auch von alleine wieder zurück? Ja, hat sie gemacht. Okay, hatte die denn schon... Ne, hat noch gar nicht den Auftrag ausgeführt. Dann probieren wir das nochmal. Wir sammeln hier... Also hier Polymere ein. Und bringen die dann dorthin. Okay. So, jetzt haben wir noch unseren Erkunder. Und da erinnere ich mich daran, dass doch Kerstin ganz gerne Namenspate wäre für diesen Erkunder. Was somit passiert ist. Und Kerstin kann jetzt hier loslegen und die Anomalie scannen. Burkhard möchte gerne Namensgeber für die erste Kuppel sein. Ah, kalte Welle, Kältewelle. So, müssen wir auf die Kältewelle schon reagieren. Wir haben eine unterirdische Heizung. Die könnten wir ohne Probleme ja hierher bauen. Beton haben wir reichlich, das ist egal. Wenn wir die hierher setzen würden, das machen wir mal. Dann bauen wir noch einen Stirling-Generator. Wir haben sogar noch einen Fertigbau, den wir auch in die direkte Nähe setzen. Ja. Dann haben wir genug Strom. Was uns fehlt, sind noch 1-2 weitere Feuchtigkeits... Ach, wir haben hier, den machen wir mal eben hier weg. Der passt dorthin, ohne dass wir da aus der Reichweite sind. So, und dann kommt hier oben gleich noch einer her. So, Feuchtigkeitsvaporator. So, sind sie sehr nah beieinander. Aber schwächen sich, glaube ich, nicht gegenseitig. So. Und da müssten wir jetzt genügend Wasser für alles haben. Den Betriebsbereich würde ich noch minimal ausweiten, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Warum kein Strom?
Kältewelle. Eine Kältewelle nähert sich, obwohl die meisten unserer Maschinen dafür entwickelt wurden, bei derart niedrigen Temperaturen zu funktionieren, frieren Gebäude ein, die sich im Freien befinden und während einer Kältewelle länger als einen Zoll nicht in Betrieb sind. Sie können erst nach dem Ende der Kältewelle wieder repariert werden. Während einer Kältewelle erhöht sich der Stromverbrauch von Gebäuden und damit die Belastung des Stromnetzes. Ach, stimmt. Ich muss gleich nochmal schnell schauen. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen einer Kältewelle einzudämmen, ist das Platzieren von unterirdischen Heizungen in der Nähe von anfälligen Gebäuden. Die folgenden Gebäude können während einer Kältewelle ein. Wassertanks, Außengebäude, die nicht länger als einen Zoll lang funktionsfähig sind. Weil wir hier gar kein... Ach. Ja, aber eigentlich müsste das doch hier verbunden sein mit dem Strom. Na gut, wie dem auch sei, dann machen wir das nochmal so. Und was ist insgesamt hier der... der Bedarf ist jetzt zu hoch. Dann müssen wir nochmal... Oh, wir haben hier noch nicht zu Ende erforscht. Erstmal sollten wir sowieso gerade schnell schauen, die Batteriekapazität der Drohnen erhöhen, das erforschen wir. Das brauchen wir noch nicht. Was haben wir hier denn noch Schönes? Drohnenfabrik auch nicht. Und das ist Raffinerie und Fabrik-Upgrade. Ja, ich mache das dann mal als nächstes noch mit rein, damit wir einfach weiterkommen. Was können wir denn hier für den Strom noch tun? Ich glaube, wir können am besten das hier abschalten. Warum nicht genug Wasser? Wassererzeugung 1,8. Wieso? Dann müssen wir die Upgrades kaufen. Eigentlich sind die doch... Oder reicht das doch schon zum Überlappen? Ich hatte gedacht, dass die sich so nicht überlappen. Ach, das wäre jetzt echt ärgerlich. So, du kannst wieder starten. Macht das Sinn, dass wir dich starten lassen? Haben wir irgendwas davon? Ja, wir brauchen dich eigentlich eher auf der Erde als auf dem Mars. Also würde ich sagen, los geht's. Transporter ist fertig mit den Polymeren und wir haben sonst nirgendwo was. Doch, hier sind noch ein paar Metalle. Und da oben, aber da kommen wir noch nicht hin. Wo sind denn die? Ich sehe sie nicht. Aber vermutlich irgendwo da. Behalte ihn einfach mal im Auge. Ich sehe, ob er 4 Metalle auflädt. Ah, wir haben Wasser gefunden. Sehr schön. Kältewelle geht in 2 Stunden los. Achso, und dann Moment. Der Stromverbrauch erhöht sich ja erst dann. Hoffentlich reicht das dann noch. Eigentlich muss das so reichen. Probieren wir es mal aus. Ja, Strom passt. Uiuiuiui. Boah. Das ist aber lange. 6 Zoll und 5 Stunden.
lieber Scholli. Okay, gleich haben wir die Stirling-Generatoren erforscht. Das, dann gibt es hier das nächste. Vielleicht noch was Schöneres als das, was wir jetzt haben. Oh, ich dachte gerade, ob das fertig ist. Aber das sieht schon sehr fertig aus. Ne? Also lange kann das eigentlich nicht mehr dauern. Und schwuppdiwupp ist es fertig. So, Kerstin dann. Nummer 1 und Nummer 2. Shift und Rechtsklick. Da war ich mir gerade nicht mehr sicher. So, du hast hier alles im Griff. Dann schicke ich dich jetzt mal hier hoch. Und wir bauen direkt die nächste Rampe, oder? Ja, hier müssten wir so rumkommen, da brauchen wir nichts ebnen. Dann planen wir hier direkt das nächste. Die nächste Rampe. Und was ich ganz vergessen habe, wir können doch auch die Größe verändern. Wir brauchen ja gar nicht so eine riesige Rampe. Dann ist das nämlich wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher zu machen. Dürfte ein bisschen schneller gehen, weil hier haben wir eine sehr große gebaut. Das brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Es reicht ja, wenn wir da hoch und runter fahren können. Stirling-Generator abgeschlossen. Ja gut, das Ding ist jetzt sowieso eingefroren. Das... Ja, das bringt uns nichts. Gut, was haben wir hier neu dazu bekommen? Atomakkumulator. Das finde ich gut. Die packen wir mal. Ne, die packen wir nicht nur davor, sondern die Fabrikverstärkung lassen wir erstmal raus. Und jetzt würde ich gerne hier oben einen Sensorturm bauen. Am besten. Oh, wir haben einen Durchbruch entdeckt. Jetzt mal erstmal eben hier. Da pausiere ich sogar das Spiel für. Sensorturm. So weit von einem funktionierenden Drohnenkommandanten entfernt. Das ist mir egal. Den haben wir hier, den schicken wir dahin. So, und du sammelst jetzt bitte ein elektronisches Gerät. Und ich glaube ein Metall, oder? Also zwei ist nicht schlimm. Dort oben hin. Forschung. Was haben wir denn für einen Durchbruch entdeckt? Alle Kolonisten erhalten plus 20 Leistung während Nachtschichten. Boah. Das ist richtig stark. Silvertech, was ist denn? Ach so, das ist dieser Mod. Ja, das will ich auch gar nicht nutzen. Ich wusste gar nicht, dass ich die aktiviert habe. Das ist ein Mod oder Silvertech. Das sind so viele Mods und die kann man hier freischalten und damit kann man eben Fabriken und Extraktoren automatisieren. Und das sind die Modular Apartments. Habe ich auch noch nie genutzt. Ich habe nur die Mods mal installiert, aber ich dachte, nee, ich habe die nicht aktiviert. Na, keine Ahnung. Ja, plus 20 Leistung im Dom, das ist natürlich richtig stark, den Durchbruch. Den werden wir uns auch holen, aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt, bis wir den brauchen. So, erstmal können wir hier jetzt einen Zacken zulegen. Du kommst bitte mal eben hierher zum Bauen. So, und dann geht's hierher zurück. Kerstin hat die nächste Anomalie analysiert, gab 1000 Forschungspunkte. Schade, ich hätte noch ein paar mehr gehofft. Metall, Polymer, Wasser. Das war jetzt wo hier?
Okay, ich bringe Kerstin schon mal in die Richtung und unseren Transporter lassen wir jetzt wieder ein wenig einsammeln. Ja, das Scannen fliegt hier jetzt natürlich nur wieder so durch. Dementsprechend gibt es auch Forschungspunkte sehr schnell. Das heißt, Mova-Kommando haben wir gleich. Das ist hier, da gibt es in Robotik was Neues. Okay. Ist das Ding schon fertig? Ne, warum arbeiten die denn? Achso, die arbeiten da dran, okay. Aber schon gleich fertig. Ebene der Rampe bei 69%. Oh. Die ferngesteuerten Kommandeure starten mit 4 zusätzlichen Drohnen und einem erhöhten Kommandolimit von 12. Schaltet den neuen automatisierten Modus für ferngesteuerte Erkunder und Transporter frei. Wieso Transporter? Jetzt kannst du von alleine einsammeln. Sammel alles ein, was du findest. Mache ich das mit Kerstin auch? Nee, lieber nicht. Mit den ganzen Stürmen und so weiter hier ist mir das ein bisschen zu heikel. So, was machen wir mit euch? Wo brauchen wir denn noch eine Rampe? Eigentlich war es das schon, oder? Ne, wir können hier oben noch ein bisschen ebnen. Oh, was war das? Ist uns dann Meteorit in den Treibstoff geknallt? Ah, nee, ne? Er muss ja schon, der muss hier reingeknallt sein. Okay. Ja, weil hier ist auch das Leck. Oh, shit. Warum hat das Ding nicht genügend Strom? Gesamtbedarf. Ach so, weil die Gebäude jetzt alle eingefroren sind. Oh shit, das heißt, wir haben jetzt auch noch Sachen für die Wartung hier verschwendet. Okay, was tun wir? Wir haben 3 Stirling-Generatoren. Wir könnten schnell einen 4. bauen. Das machen wir mal hier. Und dann müssten wir alle kurzzeitig öffnen. Ah, das reicht schon an Strom. Okay, dann ist der Bedarf ja jetzt auch wieder runter. Dann können wir wieder alle schließen. Sehr gut. Und trotzdem einen in Reserve, das ist ja nicht schlimm. Oh, ja. Gott sei Dank. So, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Erstmal müssen wir wieder Sektoren auswählen, die wir scannen wollen. Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter in diese Richtung. Ja. So, das muss erstmal reichen. Wir haben die Batterieoptimierung abgeschlossen. Das ist mehr Batterienkapazität für die Drohnen. Sehr gut. Maschinenteilefabrik brauchen wir nicht. Shuttle Hub brauchen wir auch noch nicht. Okay, dann erforschen wir einfach mal ein paar günstige Sachen. Oder nehmen die mit in die Reihe rein, sagen wir es mal so. Kerstin, komm bitte dorthin zurück.
Der Transporter, ja, der ist eher am Aufsammeln. Schön, dass das jetzt von alleine geht. Eins weniger, worauf ich achten muss, was ich immer verpeile. So, achso, ich wollte hier oben ja ebnen. Stimmt, da war was. Ebnen, machen wir das mal von hier aus. Und dann hier rüber. So. Licht mal direkt los. Weitere Sensortürme baue ich erstmal nicht, weil ich hier ein bisschen haushalten muss mit den mit unseren Ressourcen. Tiefenscan hatten wir noch nicht, oder? Ne, wir hatten nur die Tiefenscans auf den Sonden, aber ne, das wäre auch zu schön. Stelle ich ins warme Kästchen. Da kann man es ein bisschen besser aushalten. Ja, Meteor Shower incoming. Oh, der nächste Meteoritenschirm. Was mir so ein bisschen bislang auffällt, ich kann ja mal ein erstes ganz kleines Zwischenresümee ziehen, auch wenn noch nicht so ganz viel passiert ist, aber wir sind ja schon in der dritten Folge. Es ist nicht so schwierig, wie ich erwartet habe. Es ist natürlich nicht sehr schnell, deswegen haben wir auch zehnfache Geschwindigkeit, damit es nicht noch träger vorkommt, weil man muss halt mit diesen vielen Widrigkeiten, die immer wieder hier auf einen stoßen, muss man sich langsam vorantasten. Man darf ganz wenig Sachen oder ganz wenig Ressourcen für Wartung verschwenden. Deshalb werden wir vielleicht auch zum Ende der nächsten Wartungsperiode unsere Treibstoffraffinerie ausschalten. Weil wir haben ja jetzt hier so ein bisschen was an Nachschub. Und was mir gerade noch einfällt in dem Zusammenhang, das machen wir mal gerade schnell. Wir bauen noch einen zweites Treibstoffdepot. Das war jetzt natürlich überschaubar schlau, das außerhalb der Reichweite zu bauen. Machen wir das hier. So, was ist hier drin? 108 Stück. Dann stellen wir nämlich ein. Ich glaube, eine Ladung sind 50. Dass da auch ein ganzer Schwung rein soll. Dass, wenn da ein Meteorit reinkracht, wir immer noch ein zweites Treibstoffdepot haben. Das könnte helfen. Die Kältewelle ist vorbei, außer hier. Aber wir haben ja ein bisschen was gefunden. So, hier sind Metalle und Edelmetalle. Also hier wäre vielleicht schon mal einen Standort für eine Kuppel. Müsste man das hier ebnen und dann wäre das so ganz schlecht ja schon mal nicht. Boah. Wie viele überschüssige Gesteinsabfälle wir hier zusammenbekommen. Das ist ja Wahnsinn. Meteoritensturm, so, wo, oh, 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 oh. Na, da bin ich mal gespannt. Erstmal haben wir hier was Besonderes, gemeinsame Forschung. Ein neues Weltraumteleskop soll gestartet werden, um den Kosmos von einem noch weiter entfernten Punkt als den Mars aus zu erforschen. Die Firma Lambda Electronics, die das Teleskop entwickelt hat, hat sich mit unserem Sponsor zusammengetan, um die Kosten des Aufbruchs in die Tiefe des Weltraums gemeinsam zu schultern. Unser Sponsor, der sich keine Gelegenheit entgehen lässt, sein ehrgeiziges Projekt voranzubringen, sagt, dass durch die Aufteilung der Kosten in Finanzierung eine einzelne Nachschubkapsel sichergestellt wird, die mit einer Ladung unserer Wahl bestückt werden kann. Wofür entscheiden wir uns? Wir können ein bisschen Hilfe beim Scannen des Sektors gebrauchen. 10 Orbitalsonden. Zusätzliche Ressourcen wären uns sehr willkommen. 15 Maschinenteile, 15 elektronische Geräte. Ein neuer ferngesteuerter Transporter. Nee, dann nehme ich auf jeden Fall das. So, und das können wir gleich nach dem Meteoritensturm runtersegeln lassen. Oh. Oh, 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 das war knapp. Ah, shit, 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 shit.
Glück gehabt, nichts passiert. Noch 22 Stunden. Au, au, au. Neue Technologien können erforscht werden. So, was haben wir denn? Wir haben den Dozer Rover. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Stilllegungsprotokollen erlaubt die Räumung von ausgeschalteten und zerstörten Gebäuden. Das ist was Gutes. Und hier haben wir nichts. Dann nehme ich mal das Stilllegungsprotokoll mit rein. Der Transporter ist hier wirklich sehr fleißig und sehr flott unterwegs. Und umkurvt auch sehr geschickt, wenn auch nicht mit Absicht, die ganzen Meteoriten. So, ich glaube, hier unten knallt nichts mehr runter. Das Ganze ist ein bisschen ostwärts abgezogen. Dann lassen wir doch die Landekapsel landen. Packen die Sachen gleich weg, die wir bekommen haben. Ich glaube, elektronische Geräte. Doch, haben wir da noch eins. So, und den können wir auch noch zerlegen für 5 weitere Metalle. So, Kerstin hat auch gleich wieder was zu tun. Auf geht's, was gibt's hier? Neue Technologien. Schauen wir mal, wie viele wir bekommen. Das geht ja auch auf dieser Geschwindigkeit auch ruckzuck. Denke, ich gebe hier auch schon mal den Auftrag zum Ebnen, dass wir hier später dann mal eine schöne Kuppel bauen können. Auch wenn da noch niemand ist, der das jetzt direkt macht, ist es trotzdem schön, wenn das erledigt ist. So, Kerstin. Ich hole sie mal dort. Ne, wir können sie auch hier hinschicken. Hier ist es warm. Neue Technologien können erforscht werden. Low-G-Technik, Mikroherstellung. Mikroherstellung ist die Elektronikfabrik und Low-G-Technik. Ah, die mittlere und Trigon-Kuppeln. Wobei, die haben wir dank Mod ja schon freigeschaltet. Okay. Da ich gerade die elektronischen Geräte kostenlos bekommen habe, wäre es vielleicht eine Idee, vielleicht auch noch 2-3 weitere Sensortürme zu bauen. Sensorturm platzieren wir mal einen hier. Das ist so ungefähr dort und dann würde ich sagen einen hier. Transporter ist gerade auf dem Rückweg, perfekt. Schalten wir gleich die Automatik aus. So. Ressource einladen, Metall. Und Ressource einladen. Elektronische Geräte. Gut, jetzt haben wir für 3 eingepackt. Dann könnten wir eigentlich auch 3 bauen. So, das ist die von hier oben gewesen. Ne? Ja. Ist das fertig? Oh. Mensch. Dann können wir, wenn wir die gebaut haben, direkt hier mit dem Ebenen weitermachen. So, eine war hier. Die ist für die Felder dann. Puh, würde ich hier die nächste bauen wollen, aber das hier sieht mir ein wenig unfreundlich aus. Dann lassen wir das mal lieber. Dann bauen wir die beiden hier. Und können später oben noch eine bauen, ja.
Wer ist erster, der Transporter? Aber kein großer Vorsprung. So, und dann geht's hier weiter. So, für dich geht es jetzt automatisch weiter und ihr kümmert euch hier drum. Kerstin darf die nächste Anomalie erforschen. Oh, ein Durchbruch. Dann schauen wir uns, würde ich sagen, als letzte Amtshandlung für dieses Video an, was wir da Schönes finden. Und dann sind wir mit der dritten Folge auch schon wieder durch. Mensch, die Zeit verfliegt. Was haben wir denn jetzt Schönes? Das ist widerstandsfähige Vegetation, halbiert den Wasser- und Temperaturbedarf von Gras, Büschen, Bäumen und Nutzpflanzen auf offenen Farmen. Boah, das klingt sehr stark, wenn ich das mal sagen darf. Mensch, das ist echt bombig. Man, offene Farmen wird ein bisschen dauern, bis wir die bauen können, aber das ist auf jeden Fall gut. Atomakkumulator ist fertig, okay, das wird für, sobald die Kuppel da ist, sehr wichtig. Und hier haben wir jetzt freigeschaltet bekommen, die Sektoren können jetzt nach Tiefenvorkommen gescannt werden. Mensch, das packen wir das nach vorne. Ja, da ist gerade nichts, was mir wichtiger erscheint. Und dann können wir die hier alle nochmal scannen, wo wir die Sensoren stehen haben. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, gibt es da auch nochmal Forschungspunkte für das Scannen der Sektoren. Wobei ich das nicht sicher weiß, wie das funktioniert. Wir bekommen ja aufgrund unseres Sponsors Forschungspunkte beim Scannen eines Sektors. Und ich hoffe, wenn wir einen Sektor das zweite Mal scannen für die Tiefenvorkommen, dass das dann auch hilft. Ah, okay, ja, das. Da kann er einschlagen. Neue Technologien. Wir schicken Kerstin los, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende. Ich habe es gerade schon gesagt, ich wollte eigentlich nur noch den Durchbruch abwarten. Und ja, dann Dankeschön fürs Reinschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.